Events, Hochzeiten, Firmenfeiern. Ja, es wird wieder gefeiert dieses Jahr und dieses Jahr mit den Modefarben sehr, sehr bunt. Limettengrün, grün ist angesagt, blau ist angesagt und heute für euch meine Inspiration als Hochzeitsgast in einem Grün. Ich hatte eine Brautmutter, ich fand ganz toll, was sie anhatte, wie sie aussah. Es war meine Inspiration. Ich zeige euch, wie man einen farbigen Eyeliner aufträgt und wie man Einzelwimpern klebt, um die Wimpern ein bisschen voller zu machen, ganz einfach, auch für Anfänger geeignet. Bleibt dran! So, dann starten wir mit MAC und zwar dieses Mal ein Soft Ocre. Das ist ein ganz warmer, gelblicher Beige-Ton, den ich mir jetzt hier als Base erstmal auf das komplette Auge gebe. Dieses Mal habe ich den Unterton ein bisschen neutral gewählt, weil das einfach mit dem Beige besser harmoniert jetzt noch mit dem Grün als Untergrund. Und ich kann, wenn ich jetzt hier unter die Augenbrauen gehe, natürlich das Auge sehr, sehr stark öffnen, weil es ein heller Ton ist. Und der helle Ton betont mir natürlich auch das bewegliche Lid. Und dann brauche ich mit dem Lidschatten im Prinzip ja nur noch in dem mittleren Bereich ein bisschen mehr zu arbeiten und habe also dann schon die Base. Das wird natürlich immer wieder auch abgepudert, das ist ganz wichtig. Denn Creme auf Creme und Puder auf Puder. Das heißt also, wenn ich jetzt hier den Untergrund noch schaffe, dann verteilt sich der Lidschatten schöner, sitzt einfach auch besser und kriecht jetzt hier nicht in die Lidfalte rein. So hält er euch wirklich den ganzen Tag. Heute, haben wir gesagt, habe ich ausgewählt die Modefarbe Grün und zwar speziell dieses Limettengrün, ist jetzt 2022 im Sommer Trendfarbe. Es ist ein Ton, der Grün und Gelb miteinander kombiniert. Diese Bluse habe ich bei Zara bekommen. Ich fand sie jetzt ganz gut, weil man kann sie auch in den Herbst wieder mit reinnehmen, denn im Herbst wird also dieser Ton, der etwas dunklere Ton, auch wieder aktiv und wird auch wieder Modeton. Dafür habe ich für euch ausgesucht die Ultimate Palette. Die mochte ich ganz gerne und zwar, ihr seht, die hat natürlich sehr, sehr bunte Farben. Zuerst habe ich gedacht, soll ich mich an diese Palette wagen? Aber als ich dann die Modetöne gesehen habe mit den Orangetönen, mit den Grüntönen, mit den Blautönen, habe ich gedacht, die passt perfekt. Wir starten. Und zwar fange ich jetzt an mit meinem Verblenderpinsel von Sigma und gehe in den Fliederton. Denn Flieder habe ich jetzt auch hier in manchen Bereichen in der Bluse und das nehme ich mir jetzt einfach so als Grundlage. Ich habe ja schon mal ein Video gemacht, das war sehr schön mit der Trendfarbe Flieder. Da ging es um fliederfarbenen Lippenstift, da ging es nur um ein fliederfarbenes Augen-Make-up. Das habt ihr sehr schön angenommen, das hat euch sehr schön gefallen und ich habe gedacht, es ist einfach immer irgendwie toll, wenn man in den Modefarben bleibt und einfach mal zeigt, wie man damit spielen kann. Also dieses Jahr hatte ich sehr viele Hochzeiten und auch Events und habe dann immer mal so gefragt, wenn die Brautmütter kamen oder wenn halt die Hochzeitsgäste kamen, was ist denn so eure Farbe? Viele wagten sich nicht so an die hellen Farben ran. Man sagt immer, das überlässt man ja der Braut, also auch ein Beige. Und weil dieses Jahr einfach mit der Sonne es so viel schöne Farben gibt, haben viele gesagt, also wir gehen entweder in einen Pastellton oder wir gehen in ganz knallig Ton, unter anderem Grün. Und das hat mich jetzt etwas inspiriert für dieses Video, euch mal zu zeigen, wenn man als Brautmutter oder als Hochzeitsgast mit einem grünen Oberteil geht oder einem grünen Kleid, was passt dazu. So, dann gehe ich in die Lidfalte, die kreiere ich mir jetzt ganz mutig heute mit einem Grün. Denn wenn ich den Untergrund in Lila habe und gehe mit dem Grün drauf, vermischt sich das und es wird so ein Braungrün. Das heißt also, das kann ich dann wieder nehmen, weil ich dann eben in der Lidfalte den dunkleren Bereich habe. Gehe ich also hier in den Grünen. Nehme mir jetzt einen fester gebundenen Verblenderpinsel und gehe mir jetzt hier einmal auf beiden Seiten in das Grün
Heute habe ich vor, euch einen lang anhaltenden, für warme Temperaturen geeigneten grünen Eyeliner zu zeigen. Und ich werde mir nachher dann auch noch ein paar einzelne Wimpern aufkleben. Hier wird es wieder schön verblendet. Ihr seht, das Grün schimmert zart, ist jetzt gar nicht so dominant. Und dadurch, dass wir ja diesen beigen Ton zuerst gewählt haben, kommt natürlich auch hier jetzt das bewegliche Lid ziemlich hell raus. Ich gehe noch mal ganz kleines bisschen hier in die Ecke rein, um mir nachher für den Eyeliner noch mal so einen kleinen Hauch als Übergang zu schaffen. Dann nehme ich mir hier so einen kleinen Lippenpinsel. Den nehme ich sehr, sehr gerne, weil er so fest gebunden ist und weil er auch hier so spitz zulaufen ist. Da eignet sich super gut, wenn man also jetzt hier unterhalb des Auges an den Augenaußenwinkel noch einmal so ein bisschen arbeitet. Der ist ganz schmal, der ist ganz dünn und eignet sich super gut, wenn ich jetzt hier an der Seite noch mal so ein bisschen... Ja, die Farben Grün und Flieder passen immer sehr, sehr schön zusammen. Das ist harmonisch. Bei Grün kann man arbeiten mit, wenn man jetzt von der Mode hergeht, man könnte eine weiße Hose jetzt darunter anziehen, man könnte eine fliederfarbene Hose anziehen, man kann im grünen Bereich bleiben, man kann in weiß gehen, man kann in beige gehen. Also das sind alles Töne, die super gut dazu harmonieren. So, ich nehme mir nochmal meinen Verblenderpinsel, gehe nochmal einmal in die lilane Farbe und verblende mir jetzt noch mal komplett das Augen-Make-up jetzt hier mit Grün und Flieder. Beim Verblenden unten immer so ein bisschen nach oben schauen. So, dann immer darauf achten, dass ihr nicht so weit nach außen rauskommt. Zieht euch mit einem Q-Tip eben die Seiten so nach oben und geht noch einmal unter dem Auge entlang, dass man direkt unter der Augenbraue nicht so viel Produkt hat. Dann kommt der grüne Eyeliner von Maybelline. Ich hatte euch in einem anderen Video den schon mal in Blau gezeigt. Mir gefällt sehr gut, dass er super anhaltend ist, dass er sehr, sehr lange hält. Also 24 Stunden steht drauf. Gut, so lang braucht ihn keiner, aber wie gesagt, also für einen Fest und wenn man also lange tanzt und auch bei 30 Grad funktioniert er super. Wir machen wieder an der Seite ein Tattoo. Drücken den Eyeliner einmal auf, ihr seht das, auf beiden Seiten und haben uns hier im Prinzip schon den Wink kreiert. Dann gehe ich ganz, ganz exakt an dem oberen Wimpernkranz entlang und verbinde das. Zuerst muss ich ganz exakt am Wimpernrand entlang malen. Und kann dann schauen, ob ich noch mal so ein bisschen einmal rüber gehe, um die Linie noch ein bisschen satter zu machen, um das noch mal zu vertiefen und auch zu schauen, dass ich also hier schön den Übergang habe. Es ist eine Farbe, die wirklich auch wiederum zu vielen, vielen Augenfarben passt und lässt also auch vor allen Dingen ein braunes Auge auch sehr schön erstrahlen. Der passt super gut für ein grünes Auge, also es ist ein Farbton, den ich fast jetzt so ein bisschen als Allrounder nehmen würde für das ganze Jahr. Und der Lidstrich lässt sich wirklich viel, viel besser ziehen, wenn man einen farbigen Lidstrich hat. Hier seht ihr, da bin ich ein bisschen mehr nach außen gekommen. Da würde ich das hier noch mal ein bisschen anpassen. Die Augen immer kontrollieren. Und versuchen, dass beide Seiten natürlich auch gleich sind. Schauen, dass ihr die Seiten also gleich hier rausgemalt habt und dass auch ungefähr, sag ich jetzt mal, die Breite von dem Strich stimmt. Wenn ihr mögt, könnt ihr das Auge auch noch ein bisschen verlängern und vergrößern, indem ihr hier neben nochmal ein bisschen näher noch in den Innenwinkel geht. Ziehe mir dann gerne mit den Nägeln noch einmal hier von dem Außenbereich das Ganze so nach oben. So, und schon habt ihr ein extrem passendes Augen-Make-up, jetzt zum Beispiel zu der Bluse, zu diesem Grün mit Flieder, Beige und Weiß, was wir alles hier drin haben. Und ja, jetzt wollte ich euch auch mal zeigen, wie man zum Beispiel so einzelne Wimpern kleben kann.
Die Wimpern, die sind ganz leicht schon getuscht. Ich habe ja immer ein paar Wimpern-Extensions, aber da ist es auch so, da fallen schon mal ein paar Wimpern aus. Und um das noch mal ein bisschen nachzusetzen oder um die Augen mehr zu betonen, kann man natürlich auch so Einzelwimpern mal setzen. Da gibt es schwarze Wimpernkleber, die sind so ein bisschen besser, weil man dann auch so gleich das Auge mehr betont und man hat es einfach dunkler, es ist einfacher. Dann nehme ich mir die Wimpern hier einmal raus und zwar mache ich das mit einer Pinzette, gehe hier in den Kleber, puste ein bisschen, streiche noch so ein kleines bisschen ab und setze mir von oben die einzelne Wimper einmal hier auf und schon sitzt die. Also wir gehen in die Wimpern hier rein, nochmal hier in den Kleber, streichen das ein bisschen ab, dass wir nicht so viel Produkt drauf haben. Denn wenn es zu nass ist, löst sich die Wimper wieder oder sitzt halt noch nicht so fest und ihr müsst einfach zu lange warten. Also von oben einmal drauf, die Wimper einfach draufsetzen und trocknen lassen. Das ist immer so eine ganz schöne Sache. Also die gibt es zum Beispiel entweder in einem Friseurgroßhandel oder die gibt es halt auch von Catrice, habe ich sie gesehen. Da sind sie auch ein bisschen kürzer. Das heißt also, wer jetzt erstmal starten möchte mit ein bisschen natürlichen, kürzeren Wimpern, die gibt es auch in der Drogerie. Also einmal noch mal von oben eben einmal draufsetzen. So, nochmal wieder in die Wimpern reingehen. Und dann haben wir es auch gleich geschafft. Schaut, dass ihr die Wimpern natürlich so habt, dass die mit dem Bogen nach oben ist. Sonst ist sie natürlich falsch rum. Also noch einmal setzen, einfach oben drauf fallen lassen. Das ist ganz einfach. Einmal so draufsetzen von oben und einfach fallen lassen. Und ihr seht, so könnt ihr eure Wimpern ein bisschen aufplustern, könnt sie ein bisschen dichter machen. Und ja, das ist eine ganz tolle Sache. So, das Make-up ist zu Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Meiner Meinung nach darf es immer mal so ein bisschen bunt sein für den Sommer, wenn man gebräunt ist. Also Flieder, Grün, Aprikottöne oder auch so schöne Rottöne. Immer toll. Jetzt die Haare nochmal ein bisschen schütteln, nochmal in Form bringen. Ich mag gerne von Nivea hier dieses Blondhaarspray. Darf ruhig ein bisschen wild sein. Zur Feier des Tages noch ein paar schöne Ohrringe. Ja, schreibt mir doch unten mal gerne in die Kommentare, ob euch das gefallen hat, ob ihr dieses Jahr auch schon auf Events oder Hochzeiten wart. Hier glitzert es jetzt schön. Ja, man möchte ja auch schön aussehen auf so einer Feier. Ja, natürlich soll die Braut im Mittelpunkt stehen, aber was auch immer wieder wichtig ist, ich finde, es ist einfach für das Fest und an die Braut eine Wertschätzung, wenn man sich auch ein bisschen nett zurecht macht. Ja, wenn es euch gefallen hat, hier nochmal ein kleiner Duft von Shiseido, Kinza, auch ganz neu und aktuell. Dann schreibt mir gerne in die Kommentare, gerne einen Daumen hoch, gerne ein Abo und ja, ich freue mich auf das nächste Mal. Bis dann, ihr Lieben. Tschüss!